geflogen quasi. Der eine Asiate hat seinen Papa umgebracht und hat gesagt, oh, es war ein Fremder, alle glauben ihn und alle sind hinter uns her. Und jetzt müssen wir entkommen. Weiter geht's. Schwarzer Bildschirm. Ah, wir sind hier runtergesprungen. Hahaha. So, wir haben keine Waffen und der Oh, Koffer ist kaputt. Scheiße. Und. Das war knapp. Der Relic. Madres. Ach, jetzt hätte man nochmal das Oh, lesen sollen. das ist nicht gut. Was ist mit dem Relic? Ist, Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Nicht gut. Und sinkt weiter. Karacho. Kann ich sie jetzt irgendwie heilen? Larka, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Scheiße. Wie? Compeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Hölle auf Erden. Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei Jackie? 86%. 86% oh. Und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Klingt nach einem Je Film von Keanu Reeves aus den 90ern. Naja, irgendwer muss es tun. Ja, du machst das nicht, ich weiß das doch. Immer muss ich den Scheiß machen. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Oh, er macht's. Alles Jackie, gut? Alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Ja. Ah, unser Wagen. Dell! Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wollte ich gerade sagen, habe ich ein gebrochenes Bein, aber nee. Die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Hm. Ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Achtung! Im Compeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Madres, halt den Kopf unter. Keine Zeit für Sarkasmus, Karnal. Schön leise kalt machen. Verschwächungserklärung nehmen. Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. So, gerade was. Kaschmir wohl. Kann man bestimmt gut verkaufen. Oh ja, das nehme ich mit. Und hier sind Champagnerkühler, das meinte ich eigentlich gerade. Nimm alles mit, ich bin wieder leicht. Oh, warte mal ganz kurz. Schläft nicht. Ja, ich weiß, warte. Der Coop. Warte auf eine Gelegenheit, die Wachen auszuschalten. Optional. Reiche den auf. Einheit 3 hat den Überlast und einen Flathead Kampfbot gefunden. Einer du. Drohnen haben auf der Sendungsebene das Feuer auf Bedrohungen erhöht. Warte! Jetzt Yorinobu Arasaka wurde aus dem Gebäude gebracht. Wiederhole. Yorinobu Arasaka wurde evakuiert. Was zum Teufel geht da vor? Gar nicht gut. Was haben wir denn hier? Ach, hatten schon gekillt. Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Ja, okay. Wir die Waffe haben. Sonst entdecken wir uns. Ja, gemacht.
Yukai, Dämonen Japans, gestern und heute. Ein Text. Sie hausen auf Berggipfel, Flüssen und Ozean, in den Straßen der Stadt, der Etage von den Mega-Gebäude, in der Ziffer 4 vorkommt. Sogar in einer Waschmaschine oder einem Infovisier. Okay, das ist ja irgendwie Glaubenskraft. Aber Glaube, das habe ich gerade gesucht. Einige tauchen an festen Orten auf, während andere an bestimmten Personen heimsuchen. Sie sind es, wenn du inmitten einer verlassenen Wüste auf einmal seltsame Geräusche hörst. Sie sind es, wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand beobachtet, obwohl weit und breit keine Menschenseele zu sehen ist. Sie sind es, wenn du etwas... Interessiert mich nicht. Im Konpeki Plaza wurde ein Code. Wir nehmen lieber so Champagner-Sachen mit. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Warum kann ich jetzt die Waffe nicht nehmen? Ich hab die extra hier. Ne? So mal. Ausgerüstet sind. Alarm ist eh ausgelöst. Knöpfe liegen lassen? Bist du bescheuert, Junge? Achtung, B! Hier sind Kameras! Jawohl. Hier lang! Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles auf. Nichts Seltsames, Ungewöhnliches. Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Es ist durch, kann man nicht durch. Ich sehe die Kameras noch nicht, von denen er spricht. Muss ein Typ weggegangen? Oh, feindlicher Netrunner. Wollen wir ihn per Kurzschluss töten? Wollen wir ihn hacken? Schockschaden. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Zugangspunkt, ja. Intelligenz 4 habe ich. Kann ich den öffnen? Achtung! Die sehen uns sonst! Scheiße, scheiße, David, ich hab's nicht gesehen. Kamerasteuerung ausschalten. Drei Minuten mal. Mal töten. Nehmen. Netrunner holen wir uns auch noch. Wir müssen sterben. Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Volle Sachen. Packen wir auch nochmal beiseite. Wenn ich auf der Kamera ist. Kamera. Sorry. Kampagne zum Mitnehmen? Scheiße, voll verkackt, das war mir klar. Nee, saubere Scheiße war das.
Fuck. Ah. Ich versuche immer silent zu spielen, ja, aber klappt halt nicht, ey. Waffen alle gleich oder sind die besser? War besser. Die? Ich die zerlegen. Sparen wir ein bisschen an Gewicht. So, dann brauchen wir jetzt auch diesen Anzug nicht mehr. Wobei, wer weiß, vielleicht müssen wir uns halt nochmal tarnen. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, wir haben jetzt Krach gemacht und... Blut und Chrom, der vierte Konzernkrieg. Dann nehme ich mal mit. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was im ersten, zweiten und dritten war, aber... Und Dreckstück! Scheiß auf sie, Mano! Da sind schon stärkere Einheiten. Genau das will ich haben. Warte mal kurz. Genau diese Knifte. Genau das. Das will Papa haben. Und doch mal die Aus. Wir ändern das. Panzerung. Nee, doch was. Ist verschlossen. Gut, Shotgun Time, Baby. Ey, für Shotgun. Achtung! Im Konpecki Plaza. Stressball. Den braucht er jetzt auch nicht mehr. Bleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Bueno, qué chingados estás esperando? Wir wissen, dass ich hier bin. Ja, ich weiß, hat. Jackie, geh weg, du! Diese Kacke! Schrot! Mann, bin fertig! Alter. Ich liebe ja Schrotflinten, aber die ist scheiße. Oh, Visier. Ich nehme alles mit. Wir sind alles mit. Ihr kennt mich. Ich bin Messi. In-game Messi. So. Kommt ruhig, ihr Hurensöhne! Richard Knight. Wer ist Richard Knight? Ich würde es gerne lesen. Richard Knight war ein Pessimist, selbst in den späten 80ern, als die Gefahr eines Atomkriegs gebannt war und das Wirtschaftswachstum endlos schien, sah Knight den baldigen Zusammenbruch der Vereinigten Staaten voraus. Richard Knight war ein Optimist. Er glaubte aus tiefstem Herzen daran, dass die Welt eine bessere werden konnte. Danke ihm. Richard Knight war Realist. Ihm war bewusst, dass er nicht die ganze Welt auf einmal verändern könnte. Also fing er seine Standards klein an. Mit dem Bau der idealen Stadt, seine utopische Metropole, Coronado City heißen, sie sollte zur metaphorischen Stadt auf einem Hügel werden. Ein strahlendes Vorbild für den Rest der Welt. Richard Knight war zum Scheitern verurteilt. Nicht, weil er seine Vision nicht umsetzen werden konnte, sondern weil zu viele wichtige, mächtige Menschen dies hindern wollten. Das ist ja manchmal so. Leute haben eine gute Idee, auch in der Politik, aber da gehen halt nicht alle mit.
der Partei. Ist meistens so. Richard Knight wurde ermordet. Die Stadt, deren Grundfeste er errichtet hatte, wurde erst nach seinem Tod fertiggestellt. Aber aus seinem utopischen Traum wurde alsbald ein dystopischer Albtraum. Selbst ihr Name ging verloren. Um den tragisch verstorbenen Gründer der Stadt zu ehren, wurde Coronado City in Night City umbenannt. Leider passt dieser Name hervorragend. Mancher Hinsicht ist die Stadt, mir fehlt das Getränk, wie eine Katze. Sie schläft tagsüber, zeigt nachts ihre wilde Seite und sie spielt äußerst gerne am Beute. Gut, weiter kämpfen. Während des Kampfes lesen wir mal ein bisschen. Wo ist denn? Was hat mich denn schon wieder gerade gesehen? Achtung, die sehen uns sonst. Ja, wo ist er denn, Junge? Los, wird dagegen gehackt? Und hier nimmt das. Nein, die geht da drin. Ich reiß dir den Arsch auf. Schrotflinte. Na gut, der hatte Rüstung an, dass der ein bisschen mehr aushält, ist klar. Aber sonst hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet von der Schrotflinte. Was hat denn der das Schönes? Nova Guy, gucken wir uns gleich an. Kamera. Wissen ja eh, dass wir da sind. Klauen wir was zu essen? Kann ich nicht. Haben wir noch bessere Waffen bekommen? Das ist jetzt auch eine Schrotflinte? Ne, ist ein Sturmgewehr. Warte mal ganz kurz. Ja, nee, macht mehr Schaden. Schießt wahrscheinlich, Schussfrequenz ist wahrscheinlich geringer, oder? Macht wie ein Kätzchen. Wir haben und, eine neue Version. Nehmen wir die nochmal, tauschen wir. Und von den anderen. Ne, warte mal. Wollte ich nehmen, Entschuldigung. Und hier wollte ich ein, zwei von zerlegen. Wenn wir irgendwann später unsere Lieblingswaffen haben, dann können wir halt die weiter ausbauen. Das finde ich toll. War hier sonst noch was? Ist noch ein Schiff, das ging um den Plaza, um das Gebäude. Hier, was ist, haben wir. Ach, gehen. Achso, Heilung. Hätten wir uns auch sparen können. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Wir wollen ja raus hier. Ja, das ist ja klar, dass der gesperrt ist. Sollen wir uns hacken? Kann man hier. Kontakt, ich greife an!
vorsichtig. Aha. Orale, wir müssen uns durchschlagen. Ja, ist klar. Uns? Das Gewehr macht auf jeden Fall schon mal gute Töne. Achtung, die sehen uns. Schwelle! Immer schön sparsam schießen. Scannen, ob hier was Tolles ist. Das sind komische Geräusche. Was ist das für ein Gebacke hier? Auch in der letzten Folge schon. CD Projekt, ey. Mach doch nicht sowas wie EA. Da wartest du. Versuch ihn. Hat der Bums. Hey, ich habe einen Splitter mit Sicherheitsfreigabe. Oh ja, und der hat eine Knifte. Sag mal ganz kurz. Ich hab den gar nicht gesehen, ich hab den nur gehört. Das kann doch nicht sein. Ey, bitte CD Projekt. Hört auf, so eine Kacke zu machen. Bringt Spiele fertig raus. Ich dachte, es gibt nur Probleme mit den Konsolenspielen. Ich dachte, es gab jetzt einen neuen Hotfix. Mann, es tut mir in der Seele weh. Ich mag diese Spielefirma. Mann. Es muss doch mal eine vernünftige Spielefirma geben. Die haben mit The Witcher 3 echt Sachen rausgehauen. 10 kostenlose DLCs, obwohl es kleine waren, aber haben nochmal so schöne Stinkefinger an die EA gezeigt, die sich für jeden Fuck hier bunte Schuhe 5 Euro zahlen lassen wollen. Ich fand das super. Natürlich mit den Mitarbeitern haben sie jetzt ein bisschen auch wieder Scheiße gebaut. Ach, da will ich gar nicht erst anfangen. Ach, ich will mir nicht... Ach so, da benötigen wir irgendwas. Was benötigen wir? Volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 6. Ah, fuck! Das müssen wir nochmal machen. Jetzt haben wir dann eine dicke Knifte, die ich nutzen kann. Ich dachte, dafür brauche ich Munition. Die Handfeuerwaffe, die hätte Bums gehabt, ne? Die hätte Bums. Und noch eine bessere? Alles schlecht. Die hatte Bums. Achtung! Haben wir nur ein ganzes Magazin gebraucht für den Typen. Oh, vamos, vamos, vamos! Ja, Lobby. Ich arbeite ja schon dran. Und noch was? Was ist denn? Saburo Arasaka. Hey, du stirbst mir, mein Freund. Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Ja. Ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Braucht er dich noch? Wie sieht das denn aus? Ohne dir wird sie langweilig in Night City. Chill wie. Alter, hör auf dich zu bewegen, er lebt! Wieso? Weil du es beschlossen hast? Lass das nicht. Bleib tot! An mir aus! Kann's nicht ändern. Na, sind wir gleich angekommen in der Lobby? Oder fahren wir schon in die Hölle? Oh! Na, treffen muss man auch erstmal, ne? Oh! Ja, ich bin doch hier sichtbar, meine Fresse. Was schießen da alles auf mich?
Schrotflinte ballert, aber kippt die Gegner um. Das ist gerade bei den dickeren Panzern vielleicht gar nicht so doof. Nein, das war falsch. Ich wollte eine Kamera, ne? Ich wollte die Kamerasteuerung machen. Blockiert. Richtig. Hier geht's. Können wir irgendeinen übernehmen oder so? 5 Leute. R4, R3. Ich kann nicht zählen. 3. Aber ich kann die nicht ärgern oder so. Gut. Nächste Kamera. Okay. Nein. Ich wollte hier nur wieder raus. Ui! Hier steht ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich jetzt Granaten, während ich im Spiel bin. Werfen kann. Nein, das war zu kurz. Irgendwas mit Gewehre freigeschaltet. Munition geht aus. Angriff. Ziel verwundet. Du auch, mein Freund. Gut, Headshot. Scheiße! BD? Oh ne, 55. Scheiße. Hallo? Hey! Kannst du mir nicht mal hinterherlaufen? Kommt ruhig, ihr Hurensöhne! Oh, Deckung. Lad schneller nach, Junge. Der frisst echt Munition, ne? Ich hab's mir schon richtig gedacht, auf die Waffen ballern. Ne, ich hab mich vertippt, Mist, ich wollte alles nehmen. Wir werden Munition hier haben oder so, ha? Ich von dir was nehmen? Ah. Ein Kampfläufer? Ich liebe Kampfläufer. Also ich würde gerne so einen haben. Und ich würde gerne Battletech als Film haben. Oder sehen wollen. Richtige Kampfroboter in richtig geilen gemachten Film. Stimmt, geil. Mech Warriors. Da könnte der Pacific Rim in die Pfeife rauchen. Was über das Plaza, da ist er aufzubauen. So. War ja ganz nett, oder? Ich finde die Pistole gar nicht verkehrt. Also die macht richtig Schaden. Setz dich los! Du bist noch gar nicht dran.
Kommst du endlich mal? Ja, Fahrstuhl. Bin gespannt, ob unser Wagen auf uns erwartet. Wie wär's, wenn du mal zurückschießt, Auto? Scheiße. Auto, ich brauch dich! Ich hätte einfach hinlaufen sollen, ne? Oh, weil wir nicht verzeihen. Der Wagen explodiert gleich. Scheiße. Die Handfeuerwaffe ist cool. Ich fühle mich wie John Wick, ey. Coole Mucke und dann läuft das. Ach, ich hätte den Wagen wahrscheinlich in die Luft sprengen können, ne? Ich muss erstmal kurz Waffen sammeln. Du, ich hol dich gleich. Keine Bange. Okay. Fuck you. Yes. Aber nur weil ich kann. Kann man dich noch identifizieren? Ich hoffe jetzt nicht mehr. So, dann heilen wir uns noch mal ganz kurz. Von außen sieht das echt scheiße aus. Aber egal, wir steigen ein. Andere Seite. Achso. Dalamain, drück drauf! Willkommen zurück. Mit Dalamain vergessen Sie nicht Ihres. Wenn ich gleich losfährst, hagelt's gleich so. Ey, ich denke, das panzerdicht und so. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So ein Scheiße! Dalamain! Aktiviert. Bitte okay. Bleiben Sie ruhig. Oh, der Typ. Scheiße. Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Echt wo? Ich bin dir nicht einfach auf! Ich habe keine Zeit für den Text. So, das war die Prozentanzeige. Der müsste. Kommt bestimmt gleich wieder. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Perfekt. Gute Arbeit. Dell. Scheiße, Jackie. Wir haben es geschafft. Der Wagen fängt an zu brennen. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Dann beeil dich. Nee, bring ihn zum Ripper Dog. Bring uns zu einem Ripper Dog! Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty. Okay, deine Ma. Soll, dann alle, dann die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty.
sogar eine erste Hilfe jetzt hier drin, du Scheißtyp? Die ganze Zeit. Taxi, erste Hilfe. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Oh Mann, muss der coolste Typ hier sterben oder was? Ist doch voll scheiße. Mann, kann ich den tollsten hier töten? Das ist doch voll doof. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Deine Mama, Alter. Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Alter, ich bring dich um, Alter. Ja, fahr ihn zu seiner Familie, klar. Irgendwo warte hier offen. Puh, zu Familie, dann kriegen die aber einen Schreck, wenn ein Taxi auftaucht. Hey, da ist ein Toter drin, das ist irgendwie auch blöd. Gib mir eine Sekunde, okay? Kann ich jemanden anrufen? T-Bug oder so? T-Bug! Mr. Wells Überreste. Wohin soll ich sie bringen? Frage. Vic Victors. Das war ja der Ripper Dog, ne? Dann soll er den herrichten. Vic Vector wird sich um ihn kümmern. Seine Familie sollte ihn so nicht sehen. Natürlich. Verstanden. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Ich muss echt sagen, es ist so mal ein Charakter in einem Spiel gewesen, wo es mir doch ein bisschen leid tat, dass er jetzt stand. Ich hab eigentlich schon mit gerechnet, aber ich hab gehofft, dass der trotzdem überlebt. Dann lesen wir erstmal was Lustiges. Lateinamerikanische Kriege. So, als direktes Ergebnis des anhaltenden bewaffneten Konflikts auf US-Boden zwischen den früheren 1990ern und den frühen 2000ern entwickelte sich der Lateinamerika basierend auf Süd- und Zentralamerika zu einer starken Föderation unabhängiger Nationen, durch die wechselseitige Hilfe und Kooperation eng miteinander verbunden sind, mit Ausnahme Panamas, wo es seine Position trotz des heftigen Drucks der Guerillas behaupten konnte, wurde das US-Militär aus sämtlichen lateinamerikanischen Gebieten vertrieben. Viele Forscher und Zeithistoriker vertreten die Meinung, dass die lateinamerikanischen Kriege der eigentliche Grund für den Kollaps der USA waren. Hatten sie doch den Aufbruch des allmächtigen Quartetts aus CIA, FBI, DEA und NSA sowie die Dezimierung der US-Armee zufolge. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass kein noch so gewaltiger externer Konflikt des amerikanischen Imperialismus hätte zu Fall bringen können. Wäre er nicht schon auf einem dem Fundament. So, da könnte man jetzt was sagen. Oh, nette Geschichte. Bin immer noch traurig. Ist da was zum Aufmachen? Proteinfarm. Ein Bericht. Nein. Das weiß ich nicht. Hatten wir doch schon mal irgendwas gelesen mit Proteinfarm oder so, oder?
Ist auf jeden Fall bestimmt nichts Lustiges. Haben wir hier ein Kram. Bin ich überlastet oder kann er hier einfach nicht laufen? Könnte ich was sammeln, geht aber nicht. Zwischendurch scannen, man könnte hier was finden. Da könnte was sein. Sehr. Der Fernseher interessiert mich. Gesetz zur Ausrottung der Vogel. Okay. Das Gaff wurde am 4. Mai 2063 Stadtrat von Night City verabschiedet. Der Zweck angesichts immer häufiger und verheerender auftretender Seuchenausbrüche hat der Stadtrat beschlossen, dass die effizienteste Methode zur Risikominimierung von Neuinfektionen der Bevölkerung die Ausrottung sämtlicher Vogelpopulationen in einem Radius von 18 Meilen der Stadtgrenze ist. Siehe Abbildung. Der Ausrottungsprozess beginnt am 7. Mai 2063. Sobald die Ausschreibung, Auswahl der Vertragspartner ab. Hier Anhang. Boah, ich muss ehrlich sagen, so, ne? Tauben finde ich auch echt kacke. Oh, ein Fächer, ne? Aber eigentlich bin ich ja traurig, das ist mein Kumpel gespielt. Aber so Fächer macht mich wieder happy. Kann man sich fächern? Die Trauer wegfächern, genau. Das hilft. Ich bin mal gespannt, ob Dex und so ins Knie fickt. Sonst von ganz unten quasi von Will. Hocharbeiten ist. Nicht wundern, wenn ihr was hört. Mathilde lenkt mich gerade ab. Die nimmt die Babycam. Das Kind steht bei uns unter dauerhafter Überwachung. Das ist schon. Schlüsselanhänger mit Patronenhülse. Ja, ich wollte schon sagen, wir sind ja wie bei Cyberpunk hier. Kameras. Besetzt. Ist das Klo oder was? Anklopfen. Altmodisch. Ich lass mich rein. Erwartet. Willst du mein neuer Freund sein? Kumpel ist tot. Einsam. So lustig. Ja. Mein Freund sein. Ich mag dich. WNS. N54. Selbst die Piratensender. Hm. Deine Fresse ist überall. Echt meine? Und Jaxter? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka, tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Ach. Du hast den Kaiser ermordet. Seine Majestät. Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot. Wir müssen Night City verlassen. Was du nicht sagst. Ruf Evelyn an. Wir machen den Deal, nehmen das Geld und tauchen unter. Hm. Meine bekannten Fresse? Glaube ich eher weniger. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addies. Dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los.
Shuttle. Halte. Er will abhauen. Ja, klar. Aber ich glaube, ich traue ihm trotzdem nicht. Aber er hat ja noch nicht erzählt, dass hier der Typ ihn selber getötet hat. Wir waren, haben nichts mit zu tun gehabt eigentlich. Wir waren ja lieb. Oh, ich will wirklich Blut. Gut, ich meine nicht. Flügel einschlagen. Und frustriert und traurig. Bluteffekte sahen auch gerade scheiße aus auf der Hand. CD Red Project. CD Red? CD Project. Ich hab da mir immer noch ein Red mitgemerkt, keine Ahnung. Jetzt sieht das Spiegel auf jeden Fall cooler aus als vorher. Alles klar. Ach, ist klar. Hätte man doch Dex verarschen. Du bist Country. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ich bring dich um. Nicht aufgehen können andere. Jetzt fängt das Spiel erst an? Nein, echt geil. Das war jetzt alles nur Tutorial und Intro, oder was? Ich habe jetzt wie viele Folgen raus? 6, 7, 8? Aber wir sind doch derselbe Charakter, oder? Ne, Intermezzo. Geh auf die Bühne. Hey! Wo bin ich? Hey! Alles okay? Mir ging's nie besser. Oh, ich kenne die Stimme. So siehst du nicht aus. Du kannst nicht drauf. Hey, hey, cool bleiben. Das finde ich wiederum cool, dass er mitmacht. Mr. John fucking Wick. Natürlich total zugedröhnt. Haben wir alle Respekt? Ja, ja. Ich bin's, Heinrich. Hallo, hallo. Ich wollte nur was sagen. Hallo erstmal. Mein Name ist Heinrich. Hey! Haben wir alle rechts dieselbe Frisur? Verabschiede ich mich von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Ihr vergeudet euer Leben, lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Wie viel willst du dafür? Der Iro ist cool. Geht klar. Aber ich will's heute. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Du bist spät. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere.
Silverhand? Hey, Shaitan! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf! Und nimm es nicht ab, klar? Hä? Du hast da Metall zwischen den Busen. Muss das so? Ah, brauchen wir lieber. Die Häfen brennen. Pacifica ist abgeschnitten. Nichts läuft. Militär auf den Straßen in Watson. Hurensöhne. Was da draußen abläuft, waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayland richtet, weg vom Tower. Cool, dass es Wayland gibt. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson. Schluck die Gewissensbisse runter. Was ist das so dunkel hier drin? No entry. Hilfe sieht gut aus. Ziel in Reichweite. Lass es regnen. In Bewegung, nicht nachlassen. Zu geringe Schussfrequenz für meinen Geschmack. Schießen. Ah, jawollo. Mein Wunsch wird gefüllt. Ja, jetzt ist die Schussfrequenz besser. Jetzt haben wir Spaß. Erstmal die automatischen Geschütze. Dann die Leute, weil die gehen jetzt zum Teil in Deckung. Du hast gerade Deckung. Ah, du hast keine Deckung, mein Freund. Die halten aber stellenweise für so eine schwere Waffe, denke ich mal, ganz viel aus. Ah, ist gleich sauber. Gleich haben wir es hier. Ach, das ist ein Geschütz, das ist ein Typ. Gucken, ob die überhaupt wirklich tot sind. Was ist denn der Eingang? Los! Runter mit euch! Murphy? Also erst Rocker und dort zu der... Los! Johnny! Weltneinheit oder was? Ladung in den Fahrstuhl, scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Klingt gut. Klingt mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Noch mehr! Na los, an die Arbeit! Position, halt! Alter, was ist das für eine Knifte? Die gefällt mir. Jetzt bin ich richtig angepisst. Nein. Alter, 2300, was zerquetscht er. Mann am Boden, Position übernehmen! Ich zerstöre Köpfe! Habt ihr ein kleines Problem? Murphy? Sie suchte mit Fingern, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht. Johnny, Ladung! Ach ja. Ich muss ja nicht fahren. Bushido 2. Wie ist die Bombe nochmal? Jetzt kommt sie, wir müssen los. Bushido 2. Der Demolitron.
Bombe ist bereit. Saka Elite im Anmarsch, los, weg! Wieder hoch, oder was? Schieß die Kabel durch! So. Schmeiß die Motoren an, wir sind gleich da. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groovy-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach no, das Rogue. Alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Geil, der Arm ist weg. Ich mag die Knifte. Scheiße! Alter, der Typ ist ja echt schon weg, ey. Ich will meinen Charakter gar nicht mehr wieder haben. Ich glaube, ich bin den hier. Lädt cool nach. Sind gleich am Zugangspunkt. Mal Tür auf da. Kabel rein. Netter Eisbrecher aus dem Ausland. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und seht. Nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Jawohl. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Zu spät. Schön, bin ich ins Mikro gekommen. Das ist Adam Smasher. Den kennen wir doch irgendwo her. Jordi, lauf! Aber der sah beschissener aus. Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Los, Rogue! Oh! Das war Rogue. Smasher! Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Okay, den spielen wir nicht. Aber der Smasher sah doch anders aus. Sah doch so mechanisch aus. Er lebt noch? Kriegt ein paar neue Teile? Arasaka. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen?
Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Hey, Opa. Dich kenne ich. Das ist cool, wie das erst so japanisch ist und dann auf Deutsch kommt. Quasi Live-Übersetzung. Wollte ich letzte Folge schon sagen, aber da war ich abgelenkt. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase. Also es hält eine Atomexplosion, da wir haben eine Atomexplosion verursacht. Wieso hast du das getan? Weil ich es kann. Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Daga shisha wa chiga. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso wo tsukanai. Ein Gramm-Transfer wird entfernt? Wurde er jetzt von dem Ort woanders transferiert? Ich kenne diese Welt. Hier, oder? Also jetzt hier der Keanu Reeves, meine ich. Okay, wir spielen jetzt quasi die Sequenz nach, wo wir quasi waren. Ist er da rausgekommen oder hat sich hochgeladen? Und du? Wer bist du? Achso, ich bin wie? Neustart. Ach, ich liebe es. Das erinnert mich immer an Terminator. Ah. Aber Diagnose. Oh, wir sind auf Möbelland. Geil. Die Nummer 5, ja? Die sind einfach nur Müll geschmissen. War angezogen? Okay. Also wir müssen, glaube ich, erstmal zu unserem Ripper Dog, ja? Ach fuck, hey, hier waren ein Gebäude? Ne, städtische Müllhalde. Hab dich frei. Also sind wir jetzt außerhalb von Night City? Weil ich denke mal, die Müllhalde wird doch nicht mitten in Night City sein, oder? Ah, Knie kaputt. Auf jeden Fall muss unsere Optik muss. Scheiße. Okay. Dex hat uns nicht ganz getötet. Okay. Dex ist noch nicht fertig mit uns. Ich dachte einfach. Ach, der übergibt uns. Schwerer als er aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest.
Also lass uns was aus. Das war klar. Eine Zeugen. Ja, Dex. Auf gut. Arasaka-sama, Ochichiue no Satsugai-han wo mitzukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. Hai. 1 Jikan go ni wa tsuku ka to. Ah! Fuck! Nice! Ei, fuck. So. Hitoi nioi da. Was? Auch auf Müll. Es könnte sein, dass der vielleicht uns am Leben lässt, weil er daran zweifelt, dass wir seinen Boss getötet haben. Vielleicht. Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Ja. Chion. Also. Nutzen. Also habe ich keinen Kopfschuss, ich kriege einfach nur so einen Knockout-Schuss? Keine Ahnung. Oh! Das kommt auf mich. Alter, was geht denn hier ab, ey? Okay, Kniffe. Ach komm, schieß auf die Räder. Bin ja gar nicht kaputt hier. Der Panzerräder, das gibt's ja gar nicht. Festhalten. Will mein Freund. Jetzt muss ich irgendwie an Matrix denken. Teil 2 war das, glaube ich, auf der Autobahn, oder? Eigentlich gibt's ja nur einen Matrix. Was ist los? Wollte Knifte. Ballern. Hält ja auch was aus, ein Knipp ist scheiße. Die andere war auch ein cooler. Muster wird nicht lange wirken. Okay. Erschieß ihn! Ja, oh, das war cool. Alter, T-1000. Erschieß ihn! Ja, nein. Ja, komm. Ah, Terminator, nein! Ich bin Sarah Connor! Lass mich in Ruhe! Lad nach! Ich kann ihn schlecht! Arigato! Verräter! Ah, Verräter hat er gesagt. Okay. Ich hab gehofft, dass quasi vielleicht der Oberschurke nicht weiß, dass er uns jetzt hilft, aber naja, anscheinend doch. Der klemmt noch, Wie, du kippst wieder um. Ja, tut mir leid. Was soll ich machen? Halt die Augen offen. Fuck. Hey, mein Spielzeug. Nimm nicht mein Spielzeug weg. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Repertoire, dem du vertraust? Ja, ein. Ich kenne wen. Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Victor flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Nicht die Norden. Okay. Schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum.
vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was mit dir rein? Hey! 20 Minuten. Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt er. In der Tat, wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe die Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Mit einem Kabel rein. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht. Ey, ich brauch dich noch. Ich hab mit dir noch gar nicht unterhalten. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Misty! Hat der Ripper doch aber richtig zu tun, ey. Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Sie schneit durchs Hinterhauptbein. Ja, gibt keinen anderen. Ich hab Vertrauen in dich, Pille. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue. Erster Ware wie. Jetzt haben wir uns schon zusammengeflickt. Ganz wie bei Robocop. Als sie nach seinem Unfall ihn auch das Cyborg. Aber dann hat er ja auch so manchmal immer die Augen aufgemacht, ein paar Schnipsel mitgenommen und hat man mit, dass die Zeit vergeht. Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Ich hab kalte Füße. Zieh mir Socken an, ey. Es wird schon wieder eine lange Folge, es tut mir leid. Aber kann die, glaube ich, gerade nicht unterbrechen. Ich habe schon per Escape versucht, auf Escape zu drücken. Wie? Bist du da drin? Ja, irgendwo bin ich da drin. Mein Kopf. Wie fühlst du dich? Scheiße. Erstmal fuck. Fuck. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter, es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe. Im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, W. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Wie soll das möglich sein? Das weiß ich auch nicht. Ist ein Terrorist in meinem Kopf? Wie? Ich soll die Erinnerung einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer, Vic? Wer ist das? Johnny Silverhand. Ein Terrorist. Zu meiner Zeit in aller Munde.
Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Was ist wichtiger als der Terrorist in meinem Kopf? Das stimmt. Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Das ist nicht cool. Wie? Es ist wichtig, dass du das verstehst. Ich glaub kein Wort von dem Bullshit, den du da ausspuckst. Weißt du auch warum? Weil er keinen gottverdammten Sinn macht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Aber es muss eine logische Erklärung geben. Ja, muss man wieder du bist der Beste können, der besten Weg. Warum kannst du mir nicht helfen? Weil er nicht der Beste ist. Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Das ist eine richtige Antwort. Du bist Dr. Victor und ich bin dein Monster. Perfekt. Deinen Körper kannst du modifizieren, mit Chrom versetzen. Scheiße, du kannst dir sogar einen komplett neuen holen. Cool. Aber deine Psyche... das ist eine ganz andere Sache. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Ja, entfernen wird wohl nicht klappen. Und wenn wir den Chip rausnehmen? Oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben. Und zwar sofort. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vi. Bringen wir dich nach Hause. Na, super. Kumpel tot. Selber fast tot. Ich glaube, sein Tag ist scheiße gewesen. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier. Ich habe etwas Medizin für dich.
Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben wie? Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Ich hab kalte Füße. Gib mir Socken. Hier, ich hab noch was für dich. Noch mehr Pillen? Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft. Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Ich muss echt sagen, in der Zukunft, also alles Cyberspace, aber dieser Rollstuhl sieht fast aus wie ein echter Rollstuhl. Ein Schweberollstuhl. Ein Glücksspringer, kann man gebrauchen. So, ich hoffe, dass ich jetzt mal gleich speichern kann. Die Folge nicht noch länger wird. Ethik. Ich muss hier raus, verstanden? Okay, das machen wir noch. Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Das fehlt bei Deadpool. In den Comics von Deadpool hat er ja quasi auch immer so zwei Stimmen quasi, die ihn irgendwie abraten oder sich über ihn lächerlich machen. Kommt in dem Film überhaupt nicht vor. Also wenn das, was gerade gezeigt wurde, jetzt noch im Spiel häufiger vorkommt, das wäre cool. Also was liebe ich ja. Gut, aber ich mache jetzt hier einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne einen Kommentar da, ein Like da. Die es noch nicht getan haben, ein Abo wäre ganz cool. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.